Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Coverage der deutschen Yu-Gi-Oh! Meisterschaft 2017. Wir sind direkt früh morgens, bisschen früher als sonst, um ehrlich zu sein. Doch, sonst sind wir 9 Uhr. Hallo, fit am Start für euch. Nein. Und haben uns direkt mal ein cooles Match für Runde 8 ausgesucht, denn ihr wisst ja Bescheid. Gestern haben wir 7 Runden gespielt. 950 Spieler sind gestern Morgen angetanzt. Jetzt sind nur noch so 395 übrig geblieben. Das waren alle Leute, die 12 Punkte oder mehr hatten. Ist das richtig? Ja, 12 oder mehr. Also war der 30 nicht bei 15, sondern... Genau, war ein bisschen entgegenkommender für die Spieler. Die müssen jetzt nochmal 3 Runden im Swiss spielen und danach kommt der zweite Cut und somit auch der quasi letzte Cut des Tages auf die Top 64, die dann im K.O.-System gegeneinander antreten müssen, bis am Ende nur noch einer übrig geblieben ist, der Highlander, der deutsche Meister 2017. Ja, und da haben wir natürlich auf dem Weg eine schöne Paarung rausgesucht. Genau, wir haben einmal den Julian Schwarzkopf, der spielt ABC, also so ein bisschen Spelling Bee-mäßig, und mit Kaijus. Hatten wir gestern auch schon mal das Deck? Genau. Ohne Kaijus. Nee, es war ohne Kaijus. Gestern hatten wir ein reines ABC, das ist ehrlich gesagt ziemlich verprügelt worden im Feature-Match. Das hatte eigentlich keine Chance gegen den Zoo. Aber das ist ein bisschen so schlau gespielt hat. Also man muss schon gucken, dass man überhaupt ins Spiel kommt. Ja, es war auch keine Handtrap, kein gar nichts. Also eigentlich ja. Comeback war damit kaum möglich, zumindest sah es so aus, in den 2 Games, die wir gesehen haben. Richtig. Sein Gegner. Ja, da haben wir natürlich eines der Metadecks, da haben wir ein True Draco. Mhm. Pures True Draco. Also erstmal kein Zoo, okay. Keine Zoo drin, aber ja. Sollen wir mal gucken, wie ABC jetzt damit klarkommt. Was wäre jetzt deine Einschätzung? Der anfängt. Achso, der Würfelwurf ist entscheidend. Denke ich. Na gut. Also bei Game 1. Wir sind etwas hinter dem Main Event zurück, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mal direkt ins Feature Match rein, damit wir Zeit ein bisschen aufholen können oder zumindest nicht zu weit nach hinten fallen. Und dann den Rest des Tages wird es wahrscheinlich nicht mehr so wild laufen. Ihr seht schon, die Zeit läuft jetzt unten hier in dieser Ansicht, ansonsten gleich in der Ansicht oben rechts. Und dann schalten wir mal auf den Tisch um, wo die beiden eben ja, bereit sind, jetzt loszulegen. Ihr seht, Julian ist im blauen Bereich, das ist der untere Bereich. Marian ist im roten Bereich. Das heißt, in der Red Zone. In der Red Zone, das heißt, True Draco ist oben und ABC ist unten. Genau. Schlechtes oben für ABC, ne? Ist es so? Ja, war gibt's ja gestern da auch unten. Also. Ich glaube, der Schiedsrichter gibt jetzt langsam das Okay. Ja, ein bisschen komisch. Der Lukas weiß eigentlich Bescheid, hat denen auch Bescheid gegeben. Vielleicht sind sie ein bisschen entspannt jetzt morgens. Ja. So, da kommt der Würfelwurf. Ich sehe eine 4. Ich glaube, es war eine 4. Ich sehe eine 2. Okay. Nee, es war offensichtlich hatten beide dasselbe. 6. Da ist es 6 gewesen, alles klar. Heißt, ABC fängt an. Julian. Richtig, ja, ABC. Ja, wenn er könnte auch sagen, der andere fängt an, aber das glaube ich nicht. Achso, wie viele Karten spielen denn beide? Also 40-40, ne? Oh, 60 Karten ABC. Was? Musst du jetzt mir gar nicht aufgefallen. Ja, ist, weil gestern, ja genau, gestern war es nämlich so, es waren halt ein paar Monster, danach kamen wenige Spells und keine Traps. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Das Gras. 30 nach Spells. Was ist drin? Oh, krass. Oh, der lässt den Gegner anfangen. Das ist ja... Oder? Aber musst du doch nicht. Wenn der Gegner noch keine 60 spielt, musst du doch nicht... Weißt du, wie eine Karte mehr willst du oder was? Nee, wenn der Gegner anfängt und so circa 10 Karten benutzt, du spielst dein Nachbarsgras. Wir schauen mal. Ich sehe nur Zauberkarten bei Julian, oder? Richtig. Ich erkenne auf jeden Fall einmal den Union-Hangar. Mehr habe ich bis jetzt nicht erkannt. Da ist ein schwarzes Loch bei Marian. Julian ist genau. ABC-Spieler, okay, genau, mit 60 Marian, Karten. Ne? Sollte ich nochmal dazu sagen, ja. Marian, genau, der hat jetzt angefangen mit Wood, Chamburn. Marian, ich glaube, er hat das schwarze Loch auch gesetzt. Zum Beispiel, das machen sehr viele Spieler einfach nicht, dass die eine Karte, die sie eh nicht aktivieren können, behalten sie auf der Hand, wie das schwarze Loch zum Beispiel. Mhm. Aber wenn dann ein Zwillingstwister kommt, nimmt er halt die wichtige Falle zum Beispiel. Ja. Also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was würdest du sagen, ist es gut oder schlecht? Einfach in dem Fall einfach alles runtersetzen. Ach so, in dem Fall. Ja. Okay. Finde ich ganz gut. Das sind ja so minimale kleine Sachen. Es macht sich erst bemerkbar bei weniger Karten auf dem Feld. Ne? Dann, Das ist eigentlich schon witzig, ne? Dass jetzt beide mit so super Zauber- bzw. fallenlastigen Händen starten. Okay, also der Thresher, bei Julian. Und wir haben den Union-Hangar. Mal gucken, was da unten liegt. Ob da ein Mystischer Raum-Typhoon oder Zyklon oder... Ja, ja. Also der eröffnet ihm schon auch direkt
ein paar Wege, diese Öffnung. Er kriegt ein ABC, also der nimmt halt das A meistens. A wird beschworen und dann würde der Hangar ein Maschinenmonster aus dem Deck suchen. Ja. Jetzt muss quasi der, also falls die Zauberzerstörung da ist, dann bitte jetzt. Jetzt zum Beispiel könnte man Geisterogre auch auf den Hangar machen. Okay. Oder erstmal wird gefragt, ob die Beschwörung okay ist. Ja. Okay, keine Strikes oder irgendwas, ja, okay. Nee, Strike würde erst, Strike kommt ja auf die Beschwörung, nicht bei dem normalen Beschwörung. Ja. Warning. Ja, erste Warnung. Sorry. Ja, jetzt Equitter mit B. Dann kommt meistens ein Standard, wenn jetzt das Feld nicht da hinten wäre, dann würde jetzt ein Tsukuyomi kommen, damit man einfach so alles abwirft und neue Karten zieht. Hier könnte ich mir auch den Tornado Dragon ganz gut vorstellen, aber hängt immer davon ab, ob er ahnt, gegen was er spielt. Also vier Karten Set. Das ist schon ziemlich schwierig einzuschätzen, man oder? Man denkt erst, es ist Palio, aber Palio hätte jetzt schon irgendwas gemacht. Dann kann es ja im Grunde echt nur True King sein. Ob er da jetzt hinten schießen will, weiß ich jetzt auch nicht. So. Was hältst du? Macht den Tsukuyomi, ne? Ist alles der normalen Play, macht er. Was hältst du so allgemein von 60 Karten ABC? Haben wir eigentlich noch so gar nicht gesehen. ABC 40 hat Defizite im Ressourcenkampf, wenn ich ehrlich bin, wenn der Gegner dir als, also wenn er schafft, seine wichtigen Karten zu entfernen, also wie Palio das immer gemacht hat. Ja, ja. Aber dann 60 Karten hatte dann echt gute Chancen mit des Nachbarsgras und so. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, weil die mich vom Zusammenspiel passt das ja Bombe, weil die triggern im Friedhof. Also beziehungsweise du musst ABC im Friedhof haben, dann kannst du den ABC Buster holen. Und wenn du mit Nachbarsgras, kann sein, dass du so 6 ABCs im Friedhof legst. Das sind ja 2-3000er for free, ne? Was hat er denn gemacht? Er hat Apocalypse aktiviert. Hat, ich denke mal, eine andere Falle zerstört. Und dann durfte er eine Tributbeschwörung machen. Eine Tributbeschwörung durchführen. Ja, alles gut. Und durch den Effekt der Falle hat er dann den Tsukuyomi zerstört, ohne dass irgendwas war. Ja, Normalbeschwörung schon hinter sich. A, B im Friedhof. Oh, schwarzes Loch. Der Effekt darf sich Drachenmonster suchen, also ein Draco-Monster. Schwarzes Loch für eine Karte? Ja, er will den halt loswerden. Ich hätte es liegen lassen. Aber dann könnte er nächste Runde ein Monster, hat er auf dem Monster auf dem Feld. Also die Schwierigkeit ist jetzt, wenn er eine Falle liegt. Okay, ja, ja. Dann in der Endphase specialt er das Monster, was gerade in den Friedhof gegangen ist, wieder in Verteidigung. Und in seiner Runde kann er den wieder in Angriff sehen. Also ist das sogar -1, wenn man ganz logisch drüber nachdenkt. Naja. Gut. Jetzt macht er ein. Kommt der nächste. Nee, achso, das ist kein Hangar, nein. Das ist kein Hangar, ne? Ja, das ist. Spürzone oder so? Oder? Lass mal kurz lesen. Das ist doch Harpien-Dingens, oder nicht? Nein. Echt? Nein. Ich guck mal, ob wir die finden. Aber Ermächtigung, das ist Ermächtigung. Kann man eine Karte abwerfen und ermächtigt Monster suchen. Da kommt jetzt die Beschwörung, wie angekündigt. Jetzt darf er eine Tribut, genau. Ja, er will. Gut. Und dann macht er den Effekt, entfernt und schießt auf Ermächtigung. Ja, okay. Das sieht alles ziemlich gut aus. Ja, obwohl, ich muss zugeben, der Julian gar nicht mal so schlecht hatte. Trifft aber wiederum wahrscheinlich das zu, was wir vorausgesagt haben. Der anfängt, gewinnt hier in dem Fall. Ach so. Nee, ich glaube, es ist vorbei. Also, er bleibt vom Monster- und Zauberkarteneffekten unberührt. Ja. Wobei immerhin der Julian ja so einige Fallen spielt. Ich glaube Zauber und Fallen, glaube ich sogar. Monster und Zauber. Monster und Fallen. Genau. Ja gut, wenn jetzt das schwarze Loch weg ist, dann kann man natürlich da drauf gehen. So viele Removals gibt es dann meistens nicht mehr. Wie viel hat er denn noch? Er hat 2 schwarze Löcher, noch ein Raigeki und er hat noch ganz viele Kaijus, ja. Aber er hat nur noch 2 Handkarten, also er zieht gleich eine. Wenn darunter ein Kaiju ist, könnte er noch ein bisschen was machen. Ich kann sagen, was er braucht. Ein Kaiju und ein Hangar. Terraforming ist halt auch Hangar, ne? Oh, Set-Rotation ist eine Schnellzauberkarte. Die setzt auf beide Spielfeldseiten eine Spielfeldzauberkarte, unterschiedlichem Namen.
Und solange eine dieser Feldzauberkarten liegt, kann der Gegner, glaube ich, keine. Keine aktivieren. Ja, ich glaube, solange eine gesetzt ist, darf der Gegner keine aktivieren. So, seine setzt er. Darf er seine aktivieren? Das ist die Frage. Das weiß ich gerade nicht. Setzrotation. Setze zwei Spielfeldzauberkarten mit unterschiedlichen Namen von deinem Deck aufs Spielfeld. Eine auf deine, eine auf die des Gegners. Solange mindestens eine der Karten gesetzt auf dem Spielfeld verbleibt, kann kein Spieler andere Spielfeldzauberkarten aktivieren, okay, also oder setzen. Dann setzt er beim Gegner die eine, die er da oben hingelegt hat. Die hatte auch irgendeinen Effekt. Ich weiß den Namen nicht. Ich lese mal kurz, welche das war. Es ist... Die da. Magical... Union Brecherfield? Nee, Magical... Irgendwas Breakerfield. Irgendwas Breakerfield. Mach mal Breakerfield. Zwei Wörter. Dann liest uns die mal bitte vor. Ja, haben wir gleich. Magical mit Breakerfield, magisches Brecherfeld. Die kannst du am Beginn deiner Main Phase 1 oder 2 aktivieren und während der Main Phase 1 jedes Spielers können Monster auf dem Feld nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Zusätzlich kann kein Spieler Monster, die der Gegner kontrolliert, als Ziel wählen. Du kannst Spielfeldzauberkarten weder aktivieren noch setzen. Gut, solange die ja Phase Down ist, darf er sie, glaube ich, weil ja eine Phase Down liegt, keine aktivieren. Richtig, genau, keine aktivieren, ja. Also sie selbst auch nicht. Der wird angegriffen. Ja. Was ist die zugrunde liegende Strategie dahinter, dass du dem Gegner und dir die Spielfeldzauberkarte reingehst? Du kriegst halt nochmal ganz schnell eine Spielfeldzauberkarte aufs Feld. Wenn die du die wolltest. Nee. Und diese Midfield hat ja auch einen Effekt im Notfall. Ja. Aber wie kriegst du die vom Gegner weg? Mit einem Removal entsprechend. Nee, seine bleibt ja liegen. Du willst ja deine aktivieren. Union Hangar, glaube ich. Ja. Ich denke, er kann sie nicht aktivieren, wenn er eingesetzt ist. Nee, der Gegner, glaube ich. Achso, meinst du nur der Gegner? Lies nochmal. Ich glaube nicht. Ich glaube, kein Spieler. Deswegen, den Teil der Strategie habe ich nicht ganz verstanden. So, da ist er nochmal. Solange mindestens eine der Karten gesetzt, kann kein Spieler andere aktivieren oder setzen. Also er muss schon die vom Gegner wegbekommen. Nee, aber solange eine, also oder die eine, also eine darf er aktivieren, also seine. Siehst du? Schau mal. Genau, jetzt aktiviert er seine, weil eine ist... Ach, andere Spielfeld... Ja, sorry. Andere aktivieren oder setzen. Also genau, die da ist, kann man natürlich aktivieren. So, jetzt ist alles gut. Ja, jetzt... Weiß nicht, ob er noch Zauber- und Fallenkarten hat, um... Ja, okay, er durfte das A suchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war gerade. Ja, die Frage genau. Es haben wir auch hier direkt im Chat... im Chat. Also, ob er noch eine andere Wahl hatte, ja, weil das... Er weil hat das, ein C. C wird wieder mit B equippen wollen. Ob das mit Breakerfield jetzt die beste Wahl hier war. Und da kam sofort die Vermutung auf, dass er gar keine andere mehr hat. Und das ist auch richtig. Also wir haben Union Hangar, die mit Breakerfield und die Ermächtigung. Und er hat sogar noch eine tote Karte auf der Hand. Das Terraforming habe ich, glaube ich, gesehen. Aber gut, die kann er setzen. Also der Gegner wird immer, wenn möglich, darauf schießen wollen. Ja. Also immerhin dann. So. Aber interessanter Ansatz. Auf jeden Fall. Also. Ich habe die. Ich sag's jetzt mal, die Combo in manch anderen Decks schon gesehen gehabt. In Cosmo zum Beispiel. Es gibt halt Spielfeldzauberkarten, die. Ja, die man zerstören möchte und auch einen Effekt dann haben. Wie zum Beispiel Gear Town, also ja. Antriebsstadt. Am Anfang dachte ich so, ich habe das überlesen. Mit dass du zwei unterschiedliche. Ich hatte so eine interessante Kombo, dass ich dem Gegner eine Gear Town gebe, mir eine Gear Town gebe. Ja, ja, Dann einfach mit Synchro 3, nicht Synchro 3, Exit 3, diesen Phantom-Ungeheuer Blade mache. Beide schieße, habe ich einen 2000er, einen 3000er, 3000er Gear Town, Gear Monster. Ja. 8000 dachte ich so mit. Aber. Ja, klar, nur am gut. Anfang. Zu schön, um wahr zu sein. Ja, wenn man es überlesen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Funktioniert ja trotzdem. Dann mache ich halt 5000. Du würdest ja immer noch staunen. Umut! Boah! Gut, gehen wir zurück zum Spiel. Ja, ABC Buster ist auf dem Feld. Ich bin gerade. Okay, er hat wohl keine permanenten Zauber- und Fallenkarten im Friedhof. Sonst hätte er den jetzt weggeschossen. Ja. Oder er macht das als Reaktion. Weil der ABC Buster hat auch einen Schnelleffekt. Das ist auch das erste Mal, dass wir den sehen dieses Wochenende. Ja, gestern noch im Interview. Der wäre gekommen, aber der, ja, genau. Immer Antworten gehabt, ja. Gestern im Interview noch gefragt. Und gegen ABC, naja, hat ja nie den ABC Buster Drake hinbekommen. Dann ist das Deck eben halt nicht mehr so gut. Das ist die Falle.
Wasserfall der Drachenseelen. Damit kann man drei, damit kann man ein Wyvern-Monster aus dem Deck, glaube ich, auf die Hand suchen. Und alle Draco-Monster sind Wyvern-Monster. Ja, man kann einen der Effekte aktivieren. Entweder man nimmt ein Wurm vom Deck auf die Hand. Oder man legt eine beliebige Anzahl Monster vom Typ Wurm von der Hand und oder offen von der Spielfeldseite auf den Friedhof und zieht dann Karten. Also er hat jetzt gesucht. Ja. Der jetzt aktivierte Apokalypse in Reaktion möchte er zerstören. Er muss ja eine Draco-Karte auf dem Feld zerstören wollen. Ich glaube eine andere. Mhm. Ja. Ah, aktiviert sie einfach nur. Erstmal, das war eine permanente Falle. Achso, ja. Angriff mit 3000. Er wollte ihm Angst machen. Hat nicht funktioniert. Wozu dem Gegner so eine Option zeigen? Kurz überlegt, was macht er denn? Ach, er wollte ihm Angst machen. Na dann. Ja, 50 Schaden. Na gut. Hatte er keine Zauber. Er hatte wohl nichts mehr im Friedhof. Ja, seltsam. Ja, hier kommt noch die Aussage, wäre der Baste angekettet worden, wäre es wohl Game gewesen. Mhm. Ja, deswegen mancher, weil er Schnelleffekt hat, also dann muss man halt mal gucken. Und aber er hatte halt Handkarten abzuwerfen. Ja. Das tote Terraforming. Ja, also man sagt no fear. So. ABC ist ja eins der schöneren Structure Decks, die rausgekommen sind. Ich mochte die. Es gibt nur schöne Structure Decks, die rauskommen. Ja, natürlich, aber eines der schöneren, sagte ich auch. Mhm, also eins ist ja immer schöner als das andere. Ach so. Ja, Effekt wird C abgeworfen, möchte. Nee, die wird entfernt. Genau. Ja, ich glaube, hier ist Game. Ja, zurück hier kommt nicht mehr viel. Da liegt ein Diagramm, auch wenn er seinen Effekt aktivieren will. Er müsste zwei Diagramme haben mit einer Falle unten, die. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Also ABC. Ja. Dann auch mal was Schönes, dass es mal hier. Dass es mal abgeht. Das ist halt genau das, was das ABC möchte. Gleich in der Standby-Phase oder Draw-Phase taggt es den Buster ab und holt dann die entfernten ABCs wieder aufs Feld. Dann triggert wieder das Union. Ich meine, das kennen wir ja. Wenn der Hangar mal, ich sag mal, uncheckt, ja genau, liegen bleibt, wenn da nichts drauf gespielt wird und du plötzlich gehst in den ABC Buster Drake rein, dann ist es wirklich so, wenn jetzt nicht sofort irgendwas super Hartes passiert, dann ist das Spiel eigentlich immer vorbei. Die Frage ist, wann wird Marian das jetzt genauso sehen? Gibt es für ihn irgendeinen Grund, die Uhr noch ein bisschen runter zu spielen? Eigentlich nicht. Eigentlich also, nicht, er, ne? Er kennt ja sein Deck, aber gut, er packt es ein. Er hat ein schwarzes Loch gehabt. Er hatte ein schwarzes Loch und unten war mit C equipped, das heißt vor Fallen umberührt. Ja, eigentlich wären alle gegangen, aber das wäre so viel Plus für den Gegner. Er wäre da nicht mal rausgekommen. Ja. Schauen wir uns mal die Side-Decks an. Also bei Marian wird jetzt auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob er die Karten vom Gegner gezählt hat. Also sind das 60 Karten oder so, damit er vielleicht mit Gras rechnen kann. Ja. Weil dann würde er. Also er hat sich schon ein bisschen gewundert, dass der Julian Würfeln gewonnen hat, aber. Trotzdem Marian, sagt. Ja, Marian anfangen lassen. Ja. Also muss es ja ein 60-Karten-Deck sein. Er sieht es aber auch. Aber manchmal achtet man ja, nicht drauf. Das ist ja auch Public Knowledge. Kannst du den Gegner einfach fragen, wie viele Karten spielst du? Ja, manchmal achtet man aber trotzdem nicht drauf. Ja, aber der Gegner muss ja da wahrheitsgemäß darauf antworten und sagen, ja, es sind 60. So, wenn wir jetzt mal Marian wird ja dann, denke ich mal, diesmal den ABC-Spieler anfangen lassen. Mhm. Julian first gehen lassen, ja, okay. Hoffe ich mal, dass er es so macht. Und hoffst dann, du mal. Für ihn. Ja, dann kommt rein, also Max C, Zwillingstwister, weil gegen ABC sehr gut. Ja, klar, ich bin Twister. Kaiserlicher Buffet ist auch gut gegen ABC. Ja. Weil er auch schon ein liegendes Union-Hangar annulliert. Die ändernde Albtraum. Genau, auch, dass er wieder diese MSC-Falle, nennen wir sie mal. Dimensionsbarriere, sehr gut gegen ABC. Ein gutes Side-Deck dagegen. Aber das, dann könnte man wiederum, er könnte auch anfangen. Also, aber wie viele Dimensionsbarrieren hat er? Eine. Eine Barriere. Naja.
Wenn es jetzt um die Karte geht, letzten Endes. Ja, aber er spielt ja zwei Main, also deswegen könnte es vielleicht... Ach so, sorry. Ja, aber ja. Es könnte schon sein, dass er auch anfängt. Das heißt, ich fange an, ich setze die und dann haben wir diese... Weil die schaltet schon das Deck ganz gut aus. Ziemlich komplett aus, ja. Es ist kein Deck, das auf verschiedene Arten der Beschwörung setzt, sondern... Ja, nee, also er wird anfangen, also denke ich jetzt mal so, wie das aussieht. Mit dem Deck, ja. Dann, okay, dann können wir nochmal checken. Aber wird er jetzt davon ausgehen, der Julian, dass er Zweiter gehen wird? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen der sehr hofft es, der ist mein... So, mein Trickspiel. Was hat er im Side? Er hat ein Omega im Side und Hüllenpanzer Gamma. Gamma ist, ich glaube, der Monster annulliert. Dann können wir schauen. Ja, ich bin mir sicher. Ja, okay. Wenn man keine Monster kontrolliert, darf man den von der, wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, kann man den vorzeigen. Der specialt sich und specialt dann einen Hüllentreiber. Das ist so ein Vanillamonster mit 2,5. Aus dem Deck. Vanillamonster mit 2,5, ja. Okay. Also kommt immer. Ja, das ist das Schöne. Also, ja. Aber wenn man halt keine Monster kontrolliert. Und dann könnte man ja Synchro 8 machen, das heißt den Omega. Was ist das hier? Interessante Taktik. Geister-Ogre, ja, Ghost-Ogre. Ist halt auch eine Handtrap. Das sind auch so Handtraps, die es schon gibt, die stark sind, die aber nur ein eigenes Deck waren. Die werden sich auch noch etablieren. Okay. Ja. Meinen Sie, kommen auch noch mit rein? Ja, obwohl... Vergeltenes C und Apoker. Ja, ich glaube, nur die Geister-Ogre bis jetzt, was ich so sehe. Hm. Also nicht die Welt für ihn eigentlich. Also Julian wird wahrscheinlich größtenteils bei seinen... Was schon ironisch ist. Achso, nee, die Omegas könnten auch rein. Aber das Problem ist, ABC macht jetzt erstmal nicht so viel mit Monster-Effekten. Sondern eher, und wir sind auch schon im zweiten Game. Oh, Card of Demise. Super hart, ja. Wieder so viele Zauber-Fallen-Karten beim True Draco. Halt ein Monster schon auf der Hand, also durfte nur zwei ziehen. Ja, ganz unfair jetzt plötzlich die Karte. Darf nur zwei ziehen. Ja, aber er hat jetzt nur sechs Handkarten. Und er muss den Rest abwerfen. Das heißt, jetzt kommt Landform für Diagramm. Ja, ich würde... Hier spart man zum Beispiel Zeit, wenn man... Erstmal gucken, ob das Diagramm überhaupt durchkommt. Ja. Weil dann danach könnte es mal mischen. Der Gegner überlegt jetzt, ob er hat wohl keine Handtraps. Zerstört seinen Apokalypse. Der Gegner hat kein Monster, deswegen ist egal. Ja, jetzt sieht man so ein bisschen das Deck gerade, wenn er hier so drüber geht. Ja. Sucht sich, er hat schon ein Masterpiece auf der Hand. Ich denke mal, er sucht sich die Zauberkarte, damit er ziehen kann. Heritage. Nee, er sucht sich die, womit man wieder reinmischen kann. Und sie heißt. Drachen. Schüler. Ja, Drachosphäre Schüler. Okay, die sucht er sich. Nee, er hat die Heritage auf der Hand. Für jede, die... Puh, ganz schön Vorteile arbeitet hier. Und jetzt darf er eine Tributbeschwörung, glaube ich, noch durchführen. Hier macht er aber nicht. Zweites Diagramm wird aktiviert. Man sieht auch hier die Routine, ne? Also mit welcher Geschwindigkeit er hier durchgeht. Ja, er weiß ja nicht, was er machen möchte. Ja. Ja, jetzt wird nochmal die Schüler aktiviert. Die war vorhin nicht aktiviert. Und mischt er sich eins zu. Ist Diagramm eine. Okay, Diagramm nicht, ich dachte. Mischt sich wieder rein, darf eine Karte ziehen? Ist das so? Darf er eine Karte ziehen? Darf er. Und dann dürfte er jetzt auch, wenn er wollte, wenn es klappt, wieder eine Tributbeschwörung durchführen. Ja. Aber haben wir gesehen, was unten liegt? Weil ich glaube, ich glaube, der Chat sagt, es könnte Imperial Order sein. Das wäre natürlich... Das wäre schon ziemlich starker Start. Zumal du auch noch einen Masterpiece hast, der schießen kann. Ja, also dann ist es fast schon vorbei wahrscheinlich. Oder sogar komplett vorbei. Ich kann dir sagen, was jetzt die perfekte Antwort wäre. Du legst ihm einen Kaiju hin. Mhm. Dann beschwörst Twin du einen Fresher. Okay. Dann beschwörst du einen Denko. Ach so. Und dann specialst du noch einen Kaiju. Ach so geht das Spiel. Hier, und dann specialst du noch einen Kaiju. Also bis jetzt klappt es ja. Ja, bis jetzt ist alles gut. Also, volle Punktzahl. Jetzt? Nee, der Fresher ist unwichtig. Nur ein Denko. Jetzt kommt die Imp. Ja, Imp-Order. Puh, ja, kommen wir da wieder raus. MST hat er nicht. Nee, sonst wäre er jetzt gekommen. Hat er noch einen stärkeren Kaiju auf der Hand? Ich sage nein. Ja, dann ist das Spiel vorbei. Packt er ein? Ersetzt ein noch Monster. Nicht. Ein B wäre jetzt nicht schlecht. Menschenfresserkäfer wäre jetzt nicht schlecht. Also willst du, dass ein Insekt zerstört? Der Kaiju ist nämlich Insekt. Ja, also auch noch. Evil Underwood wäre böse. Ja, der wäre nicht begeistert. So, vielleicht ist sein Plan, sich jetzt ein paar Runden durchzustollen, damit die Imperial Order den Gegner runterburnt. Ja, das hofft man ja eh. Also...
Das ist eh nicht auszuschließen, weil jedes Standby-Phase 700 weniger. Ja, ja, schon. Es geht schon schnell. Es geht schon einigermaßen schnell, ja. Ja, am schönsten ist, wenn jetzt auf der anderen Seite Imperial Order wäre, weil 2-4 direkt, sozusagen in zwei Turns, ja, ja. Nochmal 1-4, hast du schon fast die Hälfte der Lebenspunkte. Gut, da kommt ein A. Ja, aber gut, das ABC-Deck kann ja wirklich, also überleben kann es relativ gut. Also ist jetzt in der Grunde eigentlich ganz einfach, B hat ja ein A geholt und... ist doch ganz easy, B hat A geholt. Wenn er jetzt irgendwie ein C auf der Hand hat, kann er ja reinrennen, damit ein A holen und dann holt er einen ABC-Buster. Aber, da ist sogar, worauf? Achso, okay, geht das? Ja, geht wohl. Das ist ein Effekt, der sich aktiviert? Nein, ich glaube, das ist so ein Replacement oder ist hier so ein... Der Imperial Order, der bleibt einfach liegen und ja, Punkt. Aber der aktiviert er sich, ich zahle jetzt 700? Nee, ne? Nee. Permanent irgendwie sowas. Sind Kosten, also Kosten gehen eigentlich nicht irgendwie auf die Chain oder sowas. Ja, genau, dann ist dann der Geist sogar wieder zurückgenommen. Wäre noch schöner. Ja. Also. Was macht man da? Aber man merkt schon, ne? Also die Imperial Order, der Plan war nicht, dass man auf die Imperial Order wartet. Ja, da ist jemand sehr aufgeregt, weil der Tisch wackelt. Ach so. Nein, ich bin mir sicher, das ist eine Horde Zebras durch den Raum gelaufen. Das ist der eigentliche Grund. Ja, hallo, wenn du so viele verschiedene Zoos um dich rum hast. Ja. So. Ja, wirklich, Optimalfall wäre wirklich jetzt einfach ein C. Oder ein Denko. Aber er hat den Fresh. Okay, gut. Jetzt kommt ein C beschworen. Das ist wieder. Oh, that escalated quickly. Ja, der Chat ist wieder sofort von Misplay auf. Ja, das ist ein Cheat. Das ist kein Misplay. Das ist doch offensichtlich ein Cheat, wenn man den Ghost Ogre auf die Imp Order. Es hat wieder 2 Sekunden gedauert, bis man hochgesprungen ist. Chakanin kommt. Chakanin braucht auch als eines der Zodiac-Exceeds, die selber nur 2 brauchen, so wie der Broad Bull, der Breitbulle. Warum? Ja, jetzt legt er einen Drachzack drüber und könnte jetzt einfach eine offene Karte zerstören. Als Schnelleffekt natürlich. Eine gute reaktive Karte. Ja. Aber da kommt einfach die nächste Konterfalle, ne? So funktioniert das Spiel. Welche ist das? Ach, die Dimensionsbarriere. Ja. Ja. Also mit Dimensionsbarriere und Imperial Order bist du schon ziemlich safe. Ja. Also, da kann schon nicht mehr so viel passieren. Unabhängig davon, was da noch an Monstern rumliegt, ist das schon so eine Situation, wo ich so als Gegner sage, pff, wow, wirklich? Wie kommt der jetzt hier noch raus? Gar nicht. Nee, also das eine... Ja, okay, jetzt kommt der zurück. 1000 Schaden. Ist okay, also man merkt, er hat auch nur so Zauberkarten auf der Hand, also nichts Tolles bis jetzt. Ja. Er hat noch eine Chance, wenn jetzt wirklich sowas wie ein C kommt, für ein nächstes Exit. Ja. Und dann einmal keine Antwort kommt. Nee, weil er hat ABC. Mit einer Handkarte ist der ABC-Buster schon wieder auf dem Feld. Ah, also fast wie so. Ist ja fast wie so. Einer Karte bist du im Game. Maschinenzoo. Ja. Ich habe ein C gefunden. Wer bietet ein C? So ungefähr. So, was der gute Julian hat ja auch 2 Handkarten. Ja. Wieso hätte er sich echt vorhin das C gesucht und nicht das A? Hätte er mal vorhersehen können, also wirklich. Oh, Utopia. Er möchte auf Lightning. Klappt das? Sieht so weit, ja, alles gut, ganz gut aus. 2,5, der hat nur 2,4. Auf den Angriffsbefehl kann ja eh nichts kommen. Macht der Effekt, solange der als Material ist. Muss die anderen beiden... Genau, nein. Ja, so ist gut. Und den Utopia. Den muss 2 abhängen. Nein, nicht den. Nein. Nicht den. In den Utopia. Noch einen, aber nicht den. Ja, weil es geht ja darum, wenn der ist jetzt mit 0 auf dem Feld und der wäre besser, wenn der im gegnerischen Turn wieder als Monster kommen könnte, damit man wieder ein bisschen ein 4er-Monster zum Exceeden hätte. Er hat jetzt gedacht, weil er gelesen hat, Utopia, du kannst den Effekt zum Aktivieren ja. Ein Material Utopia haben, aber danach ja nicht mehr.
gibt eine richtig schöne Kombo mit Utopia Lightning. Der hat ja jetzt nur noch ein Material, aber wenn man es schafft. Pff, echt? Das ist es, ja. Unglaublich. Geht er echt davon aus, dass er die Imp Order nie mehr wegbekommt? Ja, die Imperial Order annulliert auch sein eigenes Diagramm. Also ja, er hat sich tatsächlich selbst aus dem Spiel richtig genommen. Er hat jetzt auch ein Monster. Also das ist wirklich hart, weil wir haben gedacht, okay, das ist so eine unwahrscheinliche Win-Option, wenn er noch 10 Turns überlebt, so ungefähr, aber ja, überhaupt nicht. Also die Imperial Order hat letzten Endes das Spiel entschieden, aber eben nicht für den Spieler, der gedacht hat, ich aktiviere sie mal und gewinne damit. Jetzt haben wir mal gesehen, Nachteile eines. Ja, gute Errata, also gute Kartentextänderung, dass die Karte wirklich, man hat ja sonst immer gesagt, naja, die hat so ein Synchronen-Effekt, die beide Spieler gleich beeinflusst, und das war ja nicht so. Die hat man ja immer so. Im Grunde spielt er sie ja hauptsächlich, weil er jetzt eine permanente Falle ist und er ja sie zum Tribut als Material braucht, zum Tributieren. Ja. Aber jetzt, da war plötzlich die Glocke auf dem Feld gelegen, er hat nichts, womit er seine Life-Points verteidigen kann. Also war es ein Knalle, 2-0. 2-0, ja, klar, das ist 2-0. Ja. Für Julian Schwarz, also 60 Karten ABC. Setzt sich hier durch und er steht immer noch zu 1-1, also ein Draw, eine Niederlage. Jetzt sind noch zwei Runden, das heißt, er kann sich noch eine Niederlage leisten. Also noch ein Win und er ist drin. Unglaublicherweise ist es auch für den Marian irgendwie noch nicht hundertprozentig aus. Ja, weil, zwei Niederlagen. Also ich weiß nicht, wie sein Tiebreak ist. Letztes Jahr sind in etwa 5, 6, 2, 1 auch. Wir können ja mal kurz schauen, wie sich die Standings gerade. Ich weiß nicht, wie viele Runden es letztes Jahr waren und wie viel es dieses Jahr. Ich glaube, wenn es auch so 10 Runden waren, wie es heute. Also der Marian war jetzt 49. Natürlich verliert er jetzt ein paar Plätze, aber wenn er wirklich noch zweimal gewinnt, dann kommt er wieder in die 64 rein. Also das sollte schon möglich sein. Wenn du jetzt verlierst, dann fällst du vom 49. Platz ungefähr auf den 100, naja, vielleicht sogar 150, ich weiß es nicht. Aber wenn du dann zweimal gewinnst, halbierst du ungefähr deine Platzierung nicht ganz. Aber dann kommt er wahrscheinlich wieder knapp in die Top 64 rein oder sogar weniger. Waren wir letztes Jahr mehr Spieler? Ich glaube ein bisschen. Ohne dass ich es genau aber weiß. Aber so viel sehr stark verändert sich ja das ja nicht. Also ich bin mir recht sicher, dass letztes Jahr einfach nur ganz wenig. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden, Spieler, die nur reingerückt sind. Ja. Ich glaube, das waren dann diese 19 Punkte. Weil es gab unheimlich viele mit 20 Punkten. Ja. Zwei Unentschieden und eine Niederlage nur. Und das wird da, dachte ich, diesmal genauso werden. Weil wir auch weniger Spieler sind. Also müsste es. Ja, mal schauen wir mal. Also müssen wir mal gucken. Also kann man im Auge halten und ist noch nicht ganz raus. Genau. War ja auch schlimm. Also, meine zwei Niederlagen, ein Draw ist ja noch so grenzwertig. Nur weil man nicht in die Top 64 kommen könnte, muss man. Also, für manche ist es schon einfach ein super tolles Ergebnis, wenn sie dann einfach am Ende noch 80. werden. Hört sich jetzt so an. Ja. Ist dieselbe Intention auch bei mir. Wenn ich hundertprozentig weiß, ich glaube, es wird nichts mehr, will ich einfach nur gucken, dass ich wenigstens noch so auf Platz 80 oder so, dann da weiß ich, okay, es war einfach diese eine Niederlage. Hat nicht ganz gereicht, aber immerhin war es knapp vorbei, ja. Genau. Ich glaube, das habe ich bei mindestens 10 Events Premier League. Also gestern hat jemand schon geschrieben, du hast schon lange nichts mehr gerissen. Ja, wenn er das so sagt. War doch in Rimini schon wieder Tops, was wollt ihr eigentlich? Ja, siehst du, was da für ein Druck aufgebaut. Ist ein paar Monate. Ich sage, Alter, ey, Umut, wenn du jetzt hier kommentierst, dann musst du schon jede Woche mindestens einmal Tops gehen, ja, so schaut's raus. Das Witzige war ja, dass ich ja auf der deutschen Mannschaft kommentiert habe, ja, du solltest auch weiter lieber kommentieren, du reißt ja nichts, nächstes Event, was war dann? Ne, gleich Tops. Ach so, also machst du diesmal dann auch wieder? Ja, also einmal im Jahr passiert immer irgendwas so, dass es... Einmal im Jahr passiert's, irgendwie lande ich dann in den Tops. Ich, wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, mich viel, viel mehr vorbereiten würde, wie zum Beispiel der Julian Schwarzkopf, super vorbereiteter Junge, dann... Gucken wir mal. Ja, also er darf nochmal die Regeln von Imp Order und von Ghost Ogre reden, lesen, aber ansonsten, Fall. Genau. Dann holen wir uns den mal rein und interviewen ihn mal zu dem interessanten Deck. Aber ich denke auch, Marian-Interview könnte der liebe Giochi. Können wir mal in die Wege leiten. Auf jeden Fall, Giovanni. Also Jungs, wir sind gleich wieder da. Wir versuchen uns mal, den Julian zu sichern für ein kurzes Interview.